Sie haben mit Johannes Plötzeneder den designierten amtsführenden Präsidenten des Landesschulrates für Salzburg präsentiert. Welche Herausforderungen werden Sie als Bildungsreferent mit ihm gemeinsam angehen? Wir haben inhaltliche Herausforderungen, aber auch organisatorische Herausforderungen. Wir haben ja in der Koalition vereinbart, dass die Leiterbestellungen völlig neu organisiert werden. Jetzt kommt auch eine bundesgesetzgeberische Notwendigkeit dazu, denn die Bezirksschulräte werden abgeschafft. Wir haben die Aufgabe, die Doppelgleisigkeiten in der Schulverwaltung zu beseitigen. Wir sehen, dass viel zu viele Pflichtschulabgänger eigentlich dann keine Lehre, keine weiterführende Schule besuchen. Das heißt, es geht um Berufsorientierung und auch um entsprechende Bildungsbiografien für junge Leute. Wir haben Riesenthemen im Bereich der Integrationsassistent, der Standorte und Schulassistenzen, der Entlastung der Lehrer von administrativen Tätigkeiten. Und der Bund bezahlt uns zu wenig Lehrerdienstposten. Da haben wir eine Klage beim Verfassungsgerichtshof eingelegt. Also Sie sehen, über mangelnde Arbeit brauchen wir uns nicht beschweren. Im Bereich der Integrationsassistenten hat das Land ja jetzt eine neue Richtung eingeschlagen. Wie schaut diese aus? Die Problematik besteht darin, dass der Bund aufgrund einer Vereinbarung im Finanzausgleich, die sagt, Integrationsbedarf haben exakt 2,7% der Schüler, bei sinkenden Schülerinnenzahlen immer weniger für Integrationsstunden bezahlt. Die tatsächliche Erfahrung ist eine andere. Die tatsächliche Erfahrung ist, dass wir bei sinkenden Schülerzahlen überproportional mehr Integrationsbedarf für Kinder mit besonderen Betreuungsbedürfnissen haben. Und nachdem es um die Kinder und die Eltern geht und nicht um Kompetenzstreitigkeiten, haben wir in der Regierung beschlossen, dass wir aus Landesmitteln einspringen und die Kürzung der Integrationsstunden auffangen, sodass diese nicht stattfinden. Welches sind Ihre wichtigsten drei Schwerpunkte, die Sie sich für Ihre Arbeit gewählt haben? Zum einen einmal sicherlich eine Verwaltungsreform, die es auch in zeitlich absehbarem Zeitraum durchzuziehen gilt. Ein zweiter Schwerpunkt, den ich gern setzen möchte, dass wirklich jedes Kind, jeder Jugendliche möglichst optimale Voraussetzungen vorfindet, um seine Talente auch entsprechend zur Geltung bringen zu können. Und ein dritter Bereich wäre vielleicht, dass es auch in der Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung so dynamisch weitergeht, wie wir jetzt in Salzburg schon damit begonnen haben, dass es an den Schulen tatsächlich optimale Voraussetzungen auch räumlicher Natur gibt und vor allem auch, dass den Kolleginnen und Kollegen jenes Maß an Wertschätzung entgegengebracht wird, das sie sich meiner Meinung nach verdienen.